Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir einige Lagerhäuser in Good Neighborhood geräumt für den Roboter. Kumpel, ich Und jetzt brauche gehen wir nicht Mission noch ab. von deinem So, ich habe Geld. deine vielleicht oder vielleicht auch nicht Ich will moralischen nichts tun. Irgend so ein Aktionen armer erledigt. Fischer soll die Ratten in den alten Lagerhäusern beseitigt haben. Du weißt von nichts, oder? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Richtig. Und ich habe keine Ahnung, warum ich dir Kronkorken geben soll. Komisch, was? Sehr gut. Brauchst du Gut. nichts über dem Kopf? Warum? Dann versuch's mal im Hotel Rexford. Dann gehen wir mal hier raus und kümmern uns mal wieder, weswegen wir überhaupt hier hingekommen sind. Finde Imogene Cabot. Ja, der hat irgendwie gesagt. Hä? Hey, was? Das ist doch wohl diese Sekte ist, die ich auch alle getötet habe, als sie mich hier, als sie alle meine Sachen haben wollten. Ja, toll, ging. Bei den Typen ist der hingegangen, ja super. Hier habe ich ganz am Anfang, so in den 20. Part oder so, erledigt. Die haben mir gesagt, ich soll all meine Klamotten uns abgeben. Dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann wollten die mich töten und dann habe ich mich verteidigt halt. Und jeden einzelnen von denen getötet. Oh Gott. Die werden sich freuen, mich wieder zu sehen. Na gut, dann gucken wir mal, was hier los ist. Ich habe die aber nicht erledigt dann, ne? Oh, der kommt nicht gut an. Oh Gott, ich hoffe, da war nicht eine, die ich getötet habe. Ja. Oder was? Warst du derjenige, den ich getötet habe? Nee, ne? Hi. Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Hier entlang, bitte. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Da klingt gut, das war der, den ich damals angesprochen habe. Ich suche nach Imogene Warum lebt Cabot. er wieder? Tut mir leid, aber Imogene ist gerade indisponiert. Sie empfängt keine Besucher. Ihre Familie macht sich Sorgen. Sag ihnen, dass es ihr gut geht. Es geht dich zwar nichts an, aber sie und ich haben gerade Beziehungsprobleme. Du kennst das ja. Meine Sie Frau ist muss erst tot. mal wieder ein bisschen runterkommen. Du hältst sie doch nicht gefangen, oder? Nein, sie ist keine Gefangene. Sie ist nur eingesperrt, bis sie sich beruhigt hat. Sie ist durchgedreht, hat gedroht, wegzulaufen, wie Frauen halt so sind. Hey, komm her, ich hab dich schon mal getötet und ich werde dich nochmal Den letzten töten. Typen mit dieser Masche habe ich umgebracht, falls Genau dich wie das dich. interessiert. Vielleicht wollen Sie die letzten Sekunden Ihres Lebens mit einer klaffenden Wunde in der Brust verbringen. Gut zu wissen. Ich schließe eben schnell die Tür auf, okay? Meinst jetzt aber nicht die Tür, oder? Will ich verarschen? Ich glaube, ich bin ja viel zu früh hingegangen. Okay, er meint da eben die Tür. Ja, guck mal, das war ich. Erinnerst du dich noch? Guck mal. Hier sind neue. Ja, ich krieg die Krise. Ich brauche mal ein Billardkugel für meinen Dingens. Ja, und da saß du und hier saß ich und dann musst du mir alles abnehmen. Erinnerst du dich noch? Sie gehört dir, Nächster. Ja, und in dem Bettchen habe ich geschlafen. Hi. Du bist sicher, Imogene. Sag bloß, Jack hat dich geschickt. Dein Alter, was? Nun, eigentlich war es Edward, aber das stimmt schon fast. Edward arbeitet für Jack. Ich weiß, dass Jack dahinter steckt. Er will mich ständig kontrollieren. Bist du Jacks Schwester? Ich hatte mit jemand Jüngerem gerechnet. Du weißt, wie man einer Lady schmeichelt, nicht wahr? Damit das klar ist, ich bin Jacks jüngere Schwester, das Nesthäkchen.
Sobald ich zu Hause bin und etwas von Jacks Serum nehme, bin ich wieder so schön wie immer. Was? Jack hat ein Serum, das das Altern umkehrt? Eigentlich hält es das Altern eher auf. Mit 32 habe ich angefangen, es zu nehmen, also sehe ich so aus. Du wirst nach meiner Behandlung schon sehen. Ich war eine der Schönheiten der Bostoner Gesellschaft, als es noch eine gab. Aber es ist nur eine Ampulle vom Serum übrig. Die Raider haben sich den Rest geholt. Ich muss schnell nach Hause, bevor Mutter Jack davon überzeugt, dass sie alles braucht. Lächerlich, dass er in seinem Alter so ein Muttersöhnchen ist. Ich bin von Thomas so enttäuscht. Zuerst war er echt interessant. Aber als wir dann hier waren, hat er sich nur wie ein Rohling benommen. Er hat gedacht, er könnte mich zwingen, seiner absurden Sekte beizutreten. Verschwinden wir von hier. Oh, und ich komme nicht mit. Du kannst meiner Mutter sagen, dass ich bald nachkomme, aber zuerst brauche ich einen Drink. Okay. Wer ist da? Was? Mal gucken, finde ich den Thomas hier irgendwo? Du bist sowas von tot! Bist du ein einzelner Raider? Ich will eigentlich auf den Arm nehmen. Kommst du immer, was du hier reißen kannst? Fehler deines Lebens. Nun, die brauchen das Zeug ja nicht mehr. Der Thomas ist leider nicht hier, oder? Das nicht nochmal. Was? Das ist nur eine Patrone, ich krieg die Krise. Was? Morde ich in deinem Schlaf. Okay, dann zurück nach dem ganzen Haus Cabot. Ja, das ging relativ easy, würde ich sagen. Ein paar gute Überzeugungsmöglichkeiten bis jetzt. Langsam klappt das mit den Überreden, wenn ich den guten Helm jetzt habe. Mehr Charisma gibt auf Dauer. Ich könnte auch immer mit meinen Dings rumlaufen, mit meinem Outfit hier, aber pff. Lassen wir das. Ich bin jetzt nicht hier für ihn Gespräch. Ich kann doch nicht mal sehen, wann ich jemanden überreden muss oder nicht. Also eben die ganze Zeit rumwechseln ist auch nervig. Vielleicht hat er sich zurückerinnert. Ah, ich habe den getötet. Ich habe hier ein Warum lebt er noch? Gefühl. Ach was, ich war schon öfter. Gut, guck, was wir jetzt machen müssen. Ich habe eigentlich diese Quest gemacht, weil ich dachte, dann geht wieder eine weg und jetzt kommt wieder eine nach der anderen. Verdammt. Signal ist seltsam schwach. Wer auch immer hier lebt, ist ein Pakt mit dem Teufel. Oh mein Gott. Jetzt zum Hardware-Modulator. Hast du verstanden? Ist das besser? Es funktioniert. Edward, was ist da los? Wir werden angegriffen. Sie sind im Gebäude. Im Gebäude? Kannst du sie vom Keller fernhalten? Ich versuch's, Jack. Ich habe noch nie Raider gesehen, die... Die Tür! Das... Entschuldigung, hier ist gerade einiges los. Hör zu! Wenn sie im Gebäude sind, musst du zum Büro und den Aufzug abschalten. Sie dürfen auf keinen Fall zu Lorenzo vordringen. Verstanden. Büro, Aufzug. Du solltest so viele wie möglich zusammentrommeln und rüber. Okay. Hallo? Edward? Bitte melden! Edward! Die Verbindung ist weg. Ganz weg. Was ist los, Jack?
Wenn diese Leute in Parsons eingedrungen sind, wenn sie ihn befreien... Keine Sorge, ich regle das. Ich wusste, dass es so enden würde. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass du Lorenzo dort einsperrst. Das ist nicht wirklich hilfreich, Mutter. Außerdem war es deine Idee, das Serum zu verwenden. Was wirst du also tun? Ich sagte doch, ich regle das. Ich überlege. Oh, was willst du? Was ist los? Das war Edward. Er ist in Parsons, der alten Irrenanstalt. Sie wird von... Nein, ich muss schon wieder dahin. Seltsam. Die Wachen haben sonst die Raider ohne Probleme abwehren können. Ich weiß nicht, was diesmal schiefgelaufen ist. Ich habe Imogen gefunden. Es geht dir gut. Oh, ja, gut. Gott sei Dank. Wenigstens ein kleiner Trost an diesem scheußlichen Tag. Du möchtest deine Bezahlung haben. Normalerweise regelt Edward diese Dinge. Kronkorken sind eure Währung, richtig? Hier. Was? Ich hoffe, das ist der richtige Betrag. Jetzt müssen wir uns aber auf den aktuellen Notfall konzentrieren. Wie kannst du bei der Sicherheit deiner Schwester so herzlos ich sein? Ich frag mich, ob es dieselben Raider sind, die die letzte Lieferung gestohlen haben. Wenn sie das unverdünnte Serum verwendet haben, würde das ihren ungewöhnlichen Erfolg gegen Edwards Männer erklären. Was genau bewirkt das Serum? Du solltest mehr erfahren. Der Hauptvorteil des Serums ist, das Altern aufzuhalten. Meine Familie und ich sind über 400 Jahre alt. Oh, what? Aber es hat auch andere Nebenwirkungen. Besonders unverdünnt, so wie es die Raider gestohlen haben. Es erhöht die Stärke und Widerstandskraft gegen körperlichen Schaden. Dann sind zumindest einige der Raider viel gefährlicher als diejenigen, mit denen ihr es sonst zu tun habt. Okay. Genug Nonsens. Du solltest mir endlich sagen, was in Parsons wirklich passiert ist. Du hast recht. Du solltest es endlich wissen. Jack, bist du sicher, dass er das alles erfahren sollte? Mein Vater, Lorenzo Cabot, ist in Parsons eingesperrt. Er wurde gefährlich und labil, nachdem er ein Artefakt bei einer archäologischen Ausgrabung in Arabien gefunden hatte. Er verfügte über verschiedene scheinbar paranormale Kräfte, wurde aber auch irrational und gewalttätig. Am Ende musste ich ihn einsperren. Zu seiner eigenen und zu unserer Sicherheit. Bei meinem Versuch, ihn zu heilen, habe ich entdeckt, dass das Artefakt Anomalien in seinem Blut hinterlassen hatte. Die Quelle seines Wahnsinns ist auch die Grundlage für die Behandlung, die unser Leben verlängert hat. Die Ironie des Schicksals. Aber wenn er aus Parsons flieht, würde ich meinen Vater für immer verlieren. Das lasse ich nicht zu. Ganz zu schweigen davon, dass er durch das Artefakt paranoid und sehr gefährlich ist und über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Okay. Welche Fähigkeiten hat er denn? Größere Stärke, außergewöhnliche Widerstandskraft gegen fast alle körperlichen Schäden. Oh, und eine Art lokale Telekinese, die vom Artefakt scheinbar selbst projiziert wird. Deshalb habe ich ein Dämpfungsfeld in seine Zelle eingebaut. Wir müssen die Eindringlinge aufhalten, bevor sie es ausschalten. Bevor wir gehen, musst du eines wissen. Wenn wir in Parsons sind, musst du genau das tun, was ich dir sage. Nicht mehr, nicht weniger. Verstanden? Warum ist das so wichtig? Wenn die Eindringlinge an Edwards Männern vorbeigekommen sind, haben sie vielleicht Lorenzo befreit. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man mit ihm umgeht. Ist das deutlich genug? Okay. Gut. Stell sicher, dass du alles für einen ernsthaften Kampf dabei hast. Ich warte draußen auf dich. Ich hab meinen Fatman, also. Und tu wenn du nicht plötzlich unter die Schrottsammler gegangen bist, findest du hier nichts. Aber es ist du schön, unterwegs zu sein. Ich, Good Neighbor hatte langsam seinen Reiz verloren. Lass es nicht dazu kommen. Bitte. Ich werde mein Bestes tun, Mutter. Und wenn Imogen endlich nach Hause kommt, lass sie um Himmels Willen nicht wieder gehen. Jetzt muss ich aber wirklich los. Okay. Klingt, als wäre es da für dich ziemlich hart gewesen. Hart? Das ist noch milde ausgedrückt. Sagen wir es mal so. Es ist nicht sehr erholsam, ständig mit einem offenen Auge zu schlafen. Trotzdem war es für mich der optimale Arbeitsplatz. Die Schläge aus Diamond City hätten mich aus der Stadt gejagt. Und allein durch das Commonwealth zu ziehen, ist nicht empfehlenswert, wenn die Kronkorken fehlen. Kronkorken sind es nicht wert, sein Leben dafür aufs Spiel zu setzen. Das sagt sich so leicht. Aber im Moment brauche ich jeden Kronkorken, den ich kriegen kann.
Ich hoffe, du steckst nicht in Schwierigkeiten. Nein, nicht unbedingt, aber normalerweise plaudere ich nicht so aus dem Nähkästchen. Aber du warst mir gegenüber offen, also bin ich es dir gegenüber auch. Es sind diese beiden Arschlöcher, diese beiden Idioten, mit denen ich im Third Rail gesprochen hatte. Winlock und Barnes. Die sind seit Monaten hinter mir her und das vertreibt die Kunden. Niemand will mit mir zu tun haben, wenn sie hören, dass ich einmal bei den Gunnern war. Und ich dachte mir, dass ich mich mit genug Kronkorken vielleicht freikaufen könnte. Wie viele Kronkorken brauchst du? Bin mir nicht sicher. Ehrlich gesagt, das ist nicht einmal das, was mir am meisten Kummer macht. Ich frag mich, wie ich es anstellen soll. Winlock und Barnes werden ständig von einer kleinen Gunner-Armee begleitet. Könnte sein, dass sie einfach die Kronkorken behalten und mir eine Kugel in den Kopf jagen. Wenn ich einen Treffpunkt vereinbare, kommen sie sicher in voller Stärke angerückt. Es sei denn, vielleicht könnten wir beide ihnen einen kleinen Besuch abstatten und sie ausschalten, bevor sie wissen, wie ihnen geschieht. Und schau nicht so. Ich würde dich nicht einmal fragen, wenn ich dir nicht vertrauen würde. Ich bin da, wenn du meine Hilfe brauchst. Wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ehrlich gesagt, konnte ich mich seit meiner Kindheit auf niemanden mehr verlassen. Jeder, den ich traf, wollte mich entweder übers Ohr hauen oder mir ein Messer in den Rücken rammen. Aber du bist anders. Wir sind bei den meisten Dingen einer Meinung. Und ich habe da so ein Gefühl, dass es dir nicht egal ist, was mit mir passiert. Deshalb habe ich dich um Hilfe gebeten. Weißt du was? Ich mache es dir einfach. Wenn du mir hierbei helfen willst, kommst du rüber zum Autobahnkreuz Mass Pike und wir erledigen sie. Wenn nicht, nehme ich es dir auch nicht übel. Auf jeden Fall danke dafür, dass du es dir angehört hast. Schön zu wissen, dass es dir nicht egal ist. Kein Problem. Aber jetzt gehen wir erstmal, kümmern wir uns um andere paranormale Aktivitäten. Wie 400 Jahre alte Leute und Leute mit Telekinese und was weiß ich. Das klingt sehr wichtiger und hat auch, ist auch sehr logischer alles, ne? Gut. Also ganz eindeutig nichts Verrücktes, was wir jetzt vorhaben. Bereit? Gehen wir. Eine steht fest. Wir dürfen unter... Wie weit ist denn das? Ja. ...einen Umständen zulassen, dass Lorenzo aus Parsons befreit wird. Ich würde meinen Vater für immer verlieren. Das darf nicht passieren, nachdem ich so lange versucht habe, ihn zu heilen. Guck mal, bloß nicht, dass ich den ganzen Weg gehe. Wir treffen uns sowas von da. Wahrscheinlich werde ich jetzt von Raidern und so begrüßt, ne? Schon wieder die Hälfte des Levels hier. Sehr schön. Ich habe gerade erst mal letztens Level 34 erreicht. Letzten Part. Ist mir schon wieder Hälfte von 35 hier. Dann kann ich auch Schmied hochballern. Schmied? Ja, Schmied, genau. Ha. Ja, der wartet noch irgendwo da. What? Edwards Männer scheinen sich gut verkauft zu haben, aber leider nicht gut genug. Wir müssen zu meinem Büro. Dort können wir sehen, wie schlimm die Lage wirklich ist. Okay, bleib bei mir, folge meinen Anweisungen, dann dürfte alles gut gehen. Los jetzt! Ja, ist noch ein anderen. Erstmal looten. Meine Güte. Finde ich gut, dass die Sachen so geordnet sind, wenn man die lootet. Dass immer die Munition ganz oben ist und so. Die Rüstung und Waffen sind unten. Okay. So, jetzt können wir auch hier rein, endlich. Gut. Bin ich mal gespannt, was da drin ist. Bis auf Raider und dieser eine Typ. Der Vater. Lorenzo. Ja, dann ist es doch irgendwie kein Wunder, die so gut eingerichtet sind. Die hatten erstens viel Zeit und zweitens sind wahrscheinlich so gewöhnt. Oh Mann. Das Ding wurde ja so richtig hochgejagt.
So, Molotow-Cocktail bitte ausrüsten. Auch wenn es nur zwei sind. Boah, sieht echt schwarz-weiß aus. Nichts als Staub und Schrott. Oh, es wird sich. Warte! Hör zu. Recht hat, mach dich bereit! Von hier dann wird es sich aber so richtig lohnen. Wie hast du überhaupt was abbekommen? Lefty kann dich nicht ausstehen. Ich habe bei Leuten Gefallen eingelöst, die Lefty mag. Du bist nur beleidigt, weil du nichts bekommen hast. Hoffentlich hast du recht. Und Lefty sollte das nächste Mal gerecht haben. Hey! Sonst setzt's was. Mein Gott, der haut die schnell kaputt. Ah, du hast bestimmt so ein Serum, ne? Ja, ich glaube, Nahkampf ist keine gute Idee hier. Alter! Boah, wie das hier so schwarz-weiß ist, ne? Wenn einer gegen den hier. Ich erledige das schnell. Na, sehr gut. Ich werde mich wohl am Ende hier umschauen. Wie es aussieht. Aber vielleicht darf ich hier nicht irgendwo anders hin, wie wieder gesagt hat. Ich soll nur machen, was er macht. Okay, nicht. Ist der das? Los, in Deckung! Noch mehr von dem. Granate! Hilfe! Boah. Geblieben. Nein, schon wieder. Nein, der arme Ventilator. Alter, hört auf damit. Hoffentlich gibt er mir eine Zeta-Pistole oder so, nachdem ich hier fertig bin. Legendärer Raider, ehrlich. Lässt du mich da durch? Oh, Medic, das kann ich gebrauchen. Ich kann während eines Kampfes nicht sitzen, ehrlich. Ich wollte nicht immer 45er Munition kriege in letzter Zeit. So, speichern. Legendärer, leck mich. Durch, da passt auch eine Dingens rein. Sieht alles so schwarz-weiß aus. Da bilde ich mir halt mal ein. Warum müssen Sie sich immer wehren? Oh. Ja, hilf mir nicht. Ich komm mal rum, da ist auch noch einer. Der die ganze Zeit auf dich schießt hier. Ah. Du bist irgendwie auch nichts zu brauchen, hab ich das Gefühl. Du bist irgendwie nie da, wo die Gegner sind. Ich höre, wie er auf mich schießt.
geblutet. Ist ziemlich schlimm. Schüttel es ab. Gerade fängt es an, mir Spaß zu machen. 44er Pistole. Ja, bitte sag mir, wer der schwierigste Gegner ist, aber ich glaub's ja eher nicht. Okay, warte mal hier. Da konnte ich gleich meinen Rest irgendwie. Der unten ist. Ich dachte, ich muss ihnen jetzt auf Schritt und Tritt folgen oder so, aber anscheinend nicht. Geschafft. Bring mir den doch bitte bei Gelegenheit mal bei. Und her damit. Das wär's. Schon weg. Na, gucken wir mal noch ganz schnell, was hier alles ist. Ich hoffe, er hat keine Gegner. Festgekettet. Okay. Okay. So viel dazu. Was? Zellenschlüssel, okay. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Einen Zellenschlüssel gefunden. Gut, ne? Ja, wir bestimmt gebrauchen. Schere. Okay, dann würde ich sagen, ich kann den Part hier beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.